Kneipenfrage, wie kann man Robben und Seehunde unterscheiden? Und wir stehen hier vor unserer Vitrine mit Meeressäugetieren und dem Stammbaum der Meeressäugetiere. Und man muss einfach sagen, die Robben ist eine Gruppe der Säugetiere und zu denen zählen die Ohrenrobben, die Walrosse und die Hundsrobben. Walrosse kennt jeder, da brauche ich nichts zu sagen. Ohrenrobben sagt der Name, die haben nämlich kleine Ohren am Kopf, die sind gut äußerlich sichtbar. Kommen hauptsächlich auf der Südhalbkugel vor. Und wir haben die Hundsrobben, die haben natürlich auch Ohren, denn sie müssen ja was hören, aber man sieht sie nicht. Und zu der Gruppe der Hundsrobben zählen Seehunde, Kegelrobben, Ringelrobben, Sattelrobben und weitere Robben, auch unsere Süßwasserrobben, Baikalrobben, Schwarzmeerrobben etc. Bei den unseren heimischen Robben, die wir ja in Deutschland sehen, See- und Kegelrobbe und Ringelrobbe, die unterscheiden sich deutlich an der Schnauzenform. Wenn die also den Kopf aus dem Wasser strecken, kann man sehr gut erkennen, ob es eine Kegelrobbe ist, die wirklich so einen kegelförmigen, langgezogene Schnauze hat, oder ein Seehund, der aussieht ein bisschen wie eine Hundeschnauze. Und die Ringelrobbe da ist so, das ist ja eine nordische Robbe, die kommt nur im Winter, wenn überhaupt, an der Ostsee vor. Und die erkennt man an dem kleinen, runden Kopfprofil. Von daher kann man also nicht sagen, dass man Robben und Seehunde nicht unterscheiden kann, denn es ist im Grunde genommen ein bisschen so, als ob man Schimpansen und Affen unterscheiden möchte. Also es sind unterschiedliche Kategorien, die hier miteinander verwoben wurden. Und man kann sich hier gut ein Bild machen über die Vielfalt der Gruppe, wenn ihr denn ins Deutsche Meeresmuseum nach Stralsund kommt.